Moin moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, ne, sind wir hier in Brookshed auf dem Oldtimer-Teilemarkt. Ne? Wir haben heute die erste Nacht mal im Bus Probe gepennt hier. Ihr seht, die Scheiben sind beschlagen. Einmal gecheckt, ob die Standheizung auch taugt so. Mann, wir sind losgefahren. T-Shirt, ne? Hier immer, wenn es kalt wurde, Standheizung an, schön im T-Shirt hier. Kurz vorm Abstellen, auf einmal läuft die Standheizung nicht mehr, ne? Ich habe da Probleme mit dem Heizluftgebläse. Das hatte ich gestern schon so, ne? Mal kurz ausgebaut, einmal mit so einem Sprühfett da, was da keine wegfliegenden Wirkungen hat. Da habe ich das da angesprüht, dass die Welle da schön schmiert und so. Und dann, ne? Lief es. Es lief. Wir losgefahren, geheizt und es lief und es war schön warm. Angekommen, wir wollten schlafen und mussten frieren. Ganze Nacht kalt. Jetzt heute Morgen mich unter das Auto gelegt, lief sie nochmal kurz, wie hier einmal kurz eingeheizt, losgefahren. Jetzt sind wir hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier geht im Brookshed auf dem Teilemarkt, ne? Wir gucken uns mal zusammen um. Komm, wir gehen rein. So Leute, guck mal hier, das läuft hier ab an so einem Brookshedter Holzenring. So eine Sandbahnrennen. Wir verschaffen uns hier gleich den direkten Überblick. Und dann ist hier überall Teile, Stände, Teile, Stände. Teile, Stände. Ja, hier ist echt so eine alte Sandrennbahn. Hier wird geheizt bis zum geht nicht mehr normalerweise. Und heute ist so allgemeiner Trödelmarkt. Ich würde sagen, wir checken mal ab, was da so geht, ne? Let's go. Ja, erstmal noch einen leckeren Kaffee hier. So Leute, guck mal, ich habe schon das erste Schnäppchen gemacht hier. T1-Scheinwerfer immer daran zu sehen, dass da das Wasserablaufloch ist. Und ansonsten wäre es halt da unten. Ja, und dann hier mit der Streuscheibe schön da, ne? Also wir haben hier einen linken. Einen, ich weiß nicht genau, welches Baujahr das ist, falls ihr Ahnung habt. Schreibt mal rein in die Kommentarfunktion. Wir bummeln hier nochmal weiter, ne? So Leute, guck mal hier. Ich habe meine Beute ausgebreitet. Da, T1-Scheinwerfer. Schön T1 und frühen T2A Türgriff noch gekauft. War günstig, musste man mitnehmen, ne? Und dann hier hinten ein paar Sitzkonsolen. Ja, mir geht das letztendlich um diese Sitzschienen hier. Die kann ich halt geil verwenden. Was geht bei dem Bild ab? Wow, wow, wow. Jetzt aber. Die kann ich halt geil verwenden. Für die Sitze vom Käfer. Weil ja, diese Sportsitze, diese Schalensitze, die ich da gekauft habe, die haben natürlich keine Sitzschienen. Also ich brauche letztendlich dieses Winkelzeug hier nicht, sondern nur da unten diese Sitzschienen. Geil. Ui. Naja, gut, ne? Was wollte ich sagen? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier gleich mal um, was es hier so für Autos gibt. Ihr seht, der Platz ist voll. Und gehen dann auch nochmal drin, machen eine Runde, wo ich euch ein bisschen mitnehme. Aber jetzt war ich erstmal fokussiert auf Schnapper machen, ne? Bis gleich. So Leute, jetzt hier kleine Platzrunde. Hier sehen wir schon die ersten Schmuckstücke, ey. Oh, schöner früher T1-Bus, ne? Müsste eigentlich hier irgendwie so ein 56, 57er sein. Warte mal, man kann hier auch irgendwie noch am Armaturenbrett ein bisschen was sehen. Aber hier gerade, ganz interessant, der hat glatte Winker drin. Hat gerade letztens erst gesehen, dass die Feuerwehr auch oft noch lange Rillenwinker verbaut hat, weil die da so die Reste aufgebraucht haben, ne? Aber keine Ahnung, ich finde den hier mega schön. Was meint ihr denn so? Ist doch ein geiles Kfz, ne? Und dann hier hinten, beste Grüße gehen raus. Von dem Kollegen habe ich hier noch Lochkreisadapter in der Halle liegen. Hätte ich dir mitgebracht, hätte ich gewusst, dass du da bist, so, ne? Aber hätte ich auch mal fragen können, ne? Auch das Auto mega geil. Bin ich echter Fan. Füchse, kannst du sowieso nie was falsch machen, ne? Also, oh, einfach lecker hier. Bilder für die Götter oder was? Ja, was meint ihr denn? Welchen findet ihr schöner hier? Blau oder rot? So, ich finde einfach beide geil. Oh. Ja, Leute, sollen wir mal weiter gucken? Ich habe ja, wir sind hier schon einmal durch. Hier sind viele Autos. Oh, riecht hier auch einfach geil und ist auch einfach geil. So Leute, guck mal hier, das ist hier so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Edition heißt hier. Ich komme vielleicht noch drauf, aber vielleicht auch nicht. Mit so einem kompletten Rolldach nach hinten auf. Ja, eigentlich echt ein geiles Feature so, ne? Es müsste so ein 1600i mega neues Teil sein. Aber ja, so ein Käfer geht immer einfach, ne? Schön vorne 5,5er drauf, was will man mehr, ne? Also, ich bin Fan. Aber hier, man sieht es, viele Oldtimer, viele Classic Cars am Start. Der ganze Platz ist voll, ne? Ja, komm, gib's mir. Baby, baby. Ja, was ist das für ein Auto, Alter? Ein Fiat? Fiat 128 3P. No, ich kenn's jetzt nicht, ne? Die da drüben warten auf mich. Ich muss da mal wieder zurück. Sollen wir hier noch mal schnell einen vor die Linse nehmen? Passat 32B. Unterschätzter Klassiker in meinen Augen. Also so ein Auto. Der Oldtimer von morgen. Fühle ich komplett. Ich fühl's komplett. Hier vorne haben wir... Oh, hier, guck mal da. Sollen wir dem noch mal einen Hartmut gleich in den Wischer hängen da oder was? Schöner Standardkäfer. Sieht man schon aus der Ferne hinten, ne? Oder ist einfach nur der Himmel rausgerissen? Wenn da hinten der Himmel so ist und dann oben mit Standardhimmel drin. Oh. Ja, hinten kleine Rückleuchten, aber wahrscheinlich umgebaut. Ich weiß es nicht genau. Eigentlich ganz schick, aber könnte hinten auf jeden Fall noch mal tiefer, ne? Geile Farbe auch. Also ich fühle die Karre. Ich fühl's. Oh, hier Leute, Unimog, ne? Bin ich unnormaler Fan. Also
Mega. Guck mal, diese Töpfe. Wisst ihr es, wofür sie sind? Kennt ihr es? Wer es weiß, reinschreiben, Kommentare. Ne, hackt mal voll da. Also, ich sag's euch trotzdem, ne? Das ist hier zum Aufsteigen. Du schwingst einen Fuß drauf, dass du besser oben reinkommst. Geil. Einfach raffiniert. Ach, guck mal hier, ich hole euch nochmal hier so ein Bild rein hier. Ui, hier ein Klassiker neben dem anderen. Tack, tack, tack. Guck mal hier, so ein Caddy. So ein mit Wohnmobilaufbau. Richtige Holland-Kutsche, ne? Oh, hier schöne TL. Mag ich richtig gerne leiden auf Pedrini-Felgen. Geil, so ein Scirocco TS-Lenkrad drin. Ähnlich, wie ich es auch drin habe. Nach der schafft die. Scharf, Junge. Ja, Mann, schönes Lenkrad. Eine geile rote Innenausstattung. Feier ich fühl's. Junge, und er hat hier einfach einen Sticker von seinem eigenen Auto auf seinem Auto. Okay, werde ich auch bald haben, scheint mir, ne? Leute, was haben wir hier noch? Guck mal, hier ist Nick. Nick ist auch da mit seinem Mexikaner, ne? Samt rotes Sondermodell, ihr wisst Bescheid. Mit dem fahren wir nachher zurück. Da, da. Mit dem fahren wir nachher zurück. Und jetzt, Leute, wofür mein Herz wirklich hochschlägt, schöne alte LKWs, ne? Also, ihr wisst es. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, der weiß, ich liebe alte LKWs, ne? Da läuft man hier auch mal blind an so einem 67er Samba vorbei, ne? Wenn da so ein LKW nebenan steht. Guck, da oben, die Bulldog-Freunde haben hier aufgefahren. Oh, ist doch herrlich. Es ist doch herrlich. Naja, was haben wir hier noch? Oh, da, guck mal da. Sörens T1, 63er, wa? Schmale Heckklappe, große Rückleuchten. Schöne South African Sprinters. Kenn ich schon ewig, das Auto. Sören, ne? Beste Grüße, Sören. Ja, ne? Schicke Rückleuchten gekauft, ne? Ja, von meinem B, ne? Ja. Ja, okay. Kenn ich doch aus dem Video, das weiß ich doch. Moin. Ja, geil. Viel Spaß ja, noch, ne? Hier, schöne T2A-Pritsche. Müsste sie hier 69, 70 sein. Die späten Türgriffe, aber 5x205er Lochkreis. Mick kennt es, ne? Geil. Leute, wir gucken weiter. Wir suchen hier nochmal ein, zwei Pralinen für euch raus. Aber ihr seht, gut besucht. Und wir gucken gleich nochmal über den Teilemarkt. Also, wie gesagt, eine Reise lohnt sich immer. Boah, hier, guckt euch den an. Schöner alter Blitz, du. Geiler Aufbau hier auch, ne? Mann, ist das hier noch mit Holz? Das ist alles noch mit Holz, oder was? Richtig cooles Teil. Bin ich echter Fan, ne? Pass mal auf, ich hole euch den hier nochmal ganz rein. Geil. Einfach geil. Mega schön. Da guckt auch mal hier die Ärsche an. Dam, dam, dam. Oh, was für Rückleuchten, ne? Richtig geil. Arschgeil. Ziemlich sexy mit dem Tankstutzen noch drin. Also genau so eine Dinger hier fühle ich auch viel zu sehr, aber ist halt nicht, ne? Ist halt nicht. Guck mal, den aber wieder, ne? Oh, bin ich Fan. Oh, oh, oh. Ja, geil. Ich guck nochmal hier. Einmal rein aufs Brett. Guck mal, die Sitze. Oh, geiles Ding, Alter. Mann. Und Michelin ist auch dabei. Geil, Leute, geil. Hier drüben nochmal einmal. Hol ich euch vor Auge. Da. Prüß, alter Käfer hier, ne? Ich glaube, ist gar nicht mehr in seinem Besitz, ne? LB Garage ist am Start, ne? Hier, Koks ist ein 80er. Mit dem Auto sind wir damals mal in Kolonne auf dem Treffen gefahren. Gibt's eine wilde Geschichte zu, Alter, mit Polizei und hier und da, ey. Das war witzig, aber auch hart. Aber ja, das ist das Ding. Ich klemm nochmal einen schönen Hartmut hinter den Wischer da, ne? Aber jetzt haben wir es hier auch gesehen. Wir sind durch. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen rein. Obwohl, der ist auch geil, ne? Hier ist schon alter Dodge. Guck mal hier, Leute, so ein Volvo-Teil. Finde ich auch richtig, richtig cool. Ich blende euch hier mal ein Bild ein von so einem auf Käferfahrgestell in voll tief. Richtig geil, aber ist doch ein fettes Teil, ne? Damit schön im Offroad. Aber ich glaube, die verbrauchen richtig hier, ne? Saft, Sprit. Oh, schick, ne? Fühlt ihr es denn so, mit mir mal über so ein Oldtimer-Treffen zu laufen, ein paar Autos anzugucken und so? Meinetwegen können wir das öfter machen, so. Aber was meinst du? Okay. Guck mal, Leute, hier, Karmann-Kotflügel liegen hier rum, vorne, hinten, da Tür und so. Hier, Volvo-Kram. Guck mal, die ganze Reihe hier, alles los, da bis da vorne. Langsam ist der Platz auch hart gefüllt. Mal gucken hier oben. Boah, Mann, du. Da, den ganzen Markt, Alter. Sind wir schon einmal übergangen, haben uns alles angeguckt. Aber jetzt noch mal ein bisschen was zu sehen für euch, ne? Ich Musik ab, Alter, und dann kriegt ihr hier einfach mal ein paar Szenen jetzt. Paradise, paradise, you know where
the prize, yeah, yeah. Paradise, paradise, I'm taking you. Let's see the sun and have some fun. I'm so tired of living life in gray, babe. And you deserve to see the world from the others. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you. So Leute, ich hoffe, euch haben die Eindrücke hier ein bisschen gefallen vom Markt. Ne? Ich habe hier angeguckt, wie acht Autos, ey. Naja, guck mal, ich habe hier nur ein bisschen geshoppt, ne? Klapprad-Crew-Sticker werden hier verteilt. Klappräder kriegen immer noch mal einen drauf. Na, kommst nicht rauf, bist nicht zu sehen. Tut mir leid für dich doch. Naja, und ja, wir gucken jetzt hier weiter und so, ne? So Leute, wir gehen jetzt zum Auto, wir haben genug gesehen hier. Ihr seht, ne, es gibt hier wirklich von bis alles zu kaufen. Vor allen Dingen viele Moped-Teile und so. Aber Bruck steht immer eine Reise wert, lohnt sich, Alter. Muss ich sagen, wie es ist, ne? Also mich schockt das hier sehr an. Wir machen jetzt hier Feierabend, laden ein, machen draußen nochmal einen kleinen Auto-Carporn für euch, ne? Hat ja jetzt nicht gereicht hier mit Musik und Carporns, hier Szenen vom Platz. Von den Autos gibt es auch nochmal so, also falls noch welche da sind, gibt es nochmal so ein paar Eindrücke. Bis gleich. So Leute, guck mal, jetzt kommt man hier raus und was sieht man da? Perfekt hier, Top-Parkplatz, direkt im Show- und Shine-Bereich hier, ne? Ah, komm, jetzt kleiner Porn für euch.
So Leute, wieder zurück in den heiligen Hallen hier. Ihr kennt's, Hartmut, ne? Wo liest man's? Da. Ja, es sieht hier immer noch aus wie Kraut und Rüben. Die ganze Scheiße hat sich eher vermehrt statt sortiert. Da müssen wir auch unbedingt dran mal alles durchgucken. Ey, ich zeig euch mal direkt hier die Beute. Guck mal, diese Sitzgestelle, ne? Oh, habt ihr die schon gesehen oder nicht? Die sind jetzt halt hier für die Sitze hier, ne? Für den Käfer. Oh, ich freue mich auch so, das hier mit euch so als Community-Projekt richtig durchzustarten. Ist doch ein geiles Ding, oder nicht? Der wartet hier. Ja, ihr wisst ja, was da passiert ist. Guck mal, und hier unten passen die Sitzschienen jetzt quasi rein. Ist ein bisschen auf Spannung. Aber ich muss die halt sowieso zerschneiden, damit das hier unten gut ranpasst an die. Aber das machen wir dann. Bringt mir jetzt nichts, ich passe die jetzt da an. Sondern das muss nachher, wenn das Häuschen auf der Bodengruppe steht, dann kann ich entscheiden, wie hoch der Sitz sein soll. Und dann wird alles geil. Komm, wir gucken mal, was ich noch habe. Weil ein, zwei Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt, habe ich auf jeden Fall noch gekauft. Ja, ja, aufpassen, aufpassen. Hier steht noch nichts. Das ist auch alles, ja, Kram, ey. Es sieht hier echt momentan wild aus. Wir müssen aufräumen, ne? So, pass mal auf hier. Schönes Klapprad, ne? Was geht ab? Ja, 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 ja. Wind, Wind. Oh. Und jetzt hier den Eumel. Schöne alte Industrielampe mit so einem Teleskop-Ding hier. Die habe ich mir auch gekauft. Mega geil. Wie findet ihr die? Die bauen wir gleich nochmal zusammen auf und gucken uns die an. Hier Scheinwerfer habt ihr schon gesehen, ne? Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Es müsste, hier ist das Wasserablaufloch. Es müsste ein linker sein. Bis Baujahr 60 bin ich der Meinung oder so. Ohne VW-Zeichen, also kein ganz früher. Hier 67er T1-Griff, also hier 65 bis 68. Und dann habe ich noch diesen Hupenknopf hier gegönnt. Ja, schönes Ding. Schreibt auch gerne in die Kommis, wie ihr den hier findet. Ich würde sagen, ich pack mal eben die Lampe aus. Das kommt auch hier alles in die Halle. Und dann gucken wir gleich nochmal, ob die funktioniert, wa? Ich habe mal ein Prachtexemplar hier mal eben raufgestellt. Leider funktioniert dieser Mechanismus mit der Kugel hier unten nicht so wirklich gut. Sobald man da ein bisschen dran rumfummelt, ja, bewegt die sich. Aber jetzt hält es mega. Jetzt hat man hier so einen Teleskopmacker. Ja, okay, so. Ne? Und hier, pass auf. Keine Ahnung, 50, 60 Jahre alt das Ding. Auf den Knopf und leuchtet und zack ab. Aber ey, ganz im Ernst, die ist ja auch nicht mehr für den Werkstattgebrauch gedacht eigentlich. Ich will die eigentlich so für zu Hause. Schönes Spotlight, ne? Die kannst du hier in alle Richtungen verdrehen und so. Also es ist eigentlich genau das Richtige für die Werkbank, wenn es hier richtig funktionieren würde, ne? Aber ich finde das Ding unnormal geil. Was meint ihr denn, Alter? So eine Lampe wollte ich schon mal haben und jetzt habe ich eine. Das ist doch die perfekte Schreibtischlampe oder was? Oder? Ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten hier. Hat mich gefreut, dass ihr hier durchgeguckt habt und alles. Ich denke, wir haben ein paar Teile für den Käfer gekriegt, ein paar sonstige Schnäpper gemacht, mich glücklich gemacht. Wir hatten einen schönen Tag, kleinen Ausflug und so. Bis zum nächsten Video, ne? Bleibt am Ball. Haut rein.